in so einem Hackerschor-Fan-Talk quasi nach der Partie 60 München gegen den VfL Osnabrück mit dem äußerst erfreulich gehatchten 3:0. Und denke, das war der Applaus für unseren Gast. Schön, dass du da bist. 20 Nummer 3. Nitschi, danke, ist heute dabei. Hau dir in den Servus. Ja, lass uns kurz ein bisschen über das Spiel sprechen. Es war, nach dem Ingolstadt-Spiel, oder beziehungsweise nach dem Aue-Spiel, sah man ja schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Da gab es wieder einen sauberen Dämpfer zu Hause gegen Dortmund. Jetzt Ingolstadt war wieder sehr schön anzuschauen. Deswegen, glaube ich, haben sich alle Löwen ein bisschen gefragt, wie kommen die heute raus, wie machen die das Heimspiel heute gegen einen eigentlich nicht schlechten Gegner, die haben immer noch Aufstiegsambitionen. Trotzdem, glaube ich, war es heute eine sehr, sehr reife Leistung und am Ende ganz abgeklärt habt ihr da 3:0 gezogen. Wie hast du das Spiel gesehen? Wart ihr selber auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie kommt man so aus wieder auf den Platz? Wir waren auch relativ, von Anfang an relativ klar in unseren Aktionen. Haben dann auch gute Torschüssen gehabt, relativ früh über die Flanken von außen, dann Joe davor, wo der Verteidiger noch in letzter Sekunde klärt. Aber wir haben uns jetzt nie Gedanken gemacht, ob wir jetzt wieder so einen Dämpfer bekommen wie gegen Dortmund. Wir wussten, dass wir, wenn wir so eine Leistung wie gegen Ingolstadt zeigen, auf jeden Fall ein gutes Spiel machen werden und sind relativ gut rausgekommen gleich. Und am Ende haben wir dann natürlich hochverdient, meiner Meinung nach, 3:0 gewonnen zu Hause. Sehe ich auch so hochverdient. Klar, die anderen am Schluss zu 10, da wird man vielleicht sogar noch das Ergebnis ein bisschen höher schauen können, wenn die eine oder andere Aktion vielleicht noch ruhiger ausgespielt wird. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht bei einem 3:0 des Turmos anfangen. Vielleicht zu dir persönlich noch ein, zwei Worte. Ich meine, du hattest, kann man schon so sagen, eine schwierige Saison. Hast du dir wahrscheinlich selber anders vorgestellt. Zuletzt jetzt aber immer in der Startformation und konntest das ja auch mit sehr, sehr guten Leistungen zurückzahlen. Vielleicht auch noch ein, zwei Sätze, wie es dir jetzt geht. Klar, natürlich vor das ist klar. Ja, also es war auf jeden Fall ein schwieriges Jahr für mich bis jetzt. Aber ich habe versucht, immer dran zu bleiben an der Mannschaft, habe meine Trainingsleistung gebracht. Und unter dem neuen Trainer habe ich dann wieder das Vertrauen bekommen. Das war natürlich für mich persönlich ein sehr schönes Erlebnis, jetzt auch die letzten Spiele. Aber nichtsdestotrotz bin ich größtenteils glücklich, eher weil wir heute endlich mal wieder zu Null gespielt haben hinten. Ich meine, wir haben in Ingolstadt ein gutes Spiel gemacht, haben trotzdem wieder eine Kiste bekommen. Und gegen Dortmund brauchen wir ja gar nicht groß anfangen zu reden. Deswegen bin ich überwiegend sehr glücklich, dass wir heute zu Null gespielt haben hinten, dass sich jeder für jeden anderen da hinten reingeschmissen hat und dann vorne die Tore gemacht hat. Und zu mir persönlich, natürlich, ich bin glücklich, dass ich jetzt wieder auf dem Platz bin. Aber ich muss jetzt erstmal mit Leistungen zurückzahlen und dann hoffe ich, dass ich auf dem Platz bleiben kann. Und deswegen schauen wir, dass wir jetzt in Wiesbaden wieder so eine Leistung hinbekommen wie heute und wie in Ingolstadt. Und dann denke ich, dass uns da auch nichts im Weg steht. Ja, das hören wir natürlich gern und kann man natürlich alle Löwen, glaube ich, nur zurückgeben. Freuen uns, dass du endlich wieder auf dem Platz stehst und hat heute ja auch sehr, sehr stabil gewirkt. Ich glaube, zwei, drei Abschlüsse von den Osnabrückern, die ein bisschen gefährlicher waren, aber ansonsten, sehe ich vielleicht, das ist doch die weiß-blaue Brille ein bisschen positiv, aber sag du, also ich fand, bis auf zwei, drei Abschlüsse, die wir hatten, war eigentlich jetzt kein Offensivfeuerwerk dabei. Nee, das nicht. Wir hatten sie relativ gut im Griff, aber bei den Standards waren wir ein bisschen nachlässig ab und zu. Haben wir sie zum Kopfball kommen lassen, aber sonst aus dem Spiel heraus, außer dem Freistoß, der gut getreten war, was aber nicht unbedingt ein Foul war davor, haben sie kaum Torschüsse gehabt, denke ich. Obwohl sie eine sehr, sehr gute Mannschaft offensiv sind, aber wir haben uns gut darauf vorbereitet die Woche. Und haben uns dann auch sehr gut wegverteidigen können, alles. Deswegen sind wir stolz auf uns. Ja, könnte auch sein. Und danke, man gibt es zurück von Haus. Bitte, Leute.
auf jeden Fall stolz sein. Es macht heute auch mehr Spaß, vor euch zu stehen. Es fällt nicht so schwer wie die letzten Heimspiele. So ehrlich, glaube ich, muss man schon sein, dass es natürlich jetzt endlich zu Hause wieder geklappt hat, aber einfach wichtig und Marz, glaube ich, heute in der Kulisse gemerkt. Trotzdem wieder ausverkauft, also der Löwenfan war zu Hause leidensfähig. Heute haben wir endlich wieder was zu feiern, deswegen wollen wir natürlich gemeinsam mit euch abstoßen. Das ist ja der Hackamschau-Fan-Talk, schöne Tradition. Und jeder schnappt sich im Hackamschau, lächelt zu ihm gerne ins Netz. Hier bin ich, das glaube ich erlaubt. Und dann sage ich zu euch allen, nehmt euch den Hackamschau auf die Löwen! Auf die Löwen! Auf die Löwen! Prost! Kommt gut nach Hause, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Heimspiel. Danke.